Die Menschenrechte sind ein Erzeugnis der westlichen Kultur. Es gibt die Menschenrechte nicht in der Bibel. Es gibt sie auch nicht im Islam. Sondern sie sind ein Erzeugnis der Ära der Aufklärung im Westen. So in Frankreich, so in Holland, so in England, leider kaum so in Deutschland, ganz wenig in Deutschland, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Niemals hat die Vorstellung von Menschenrechten eine Rolle gespielt bei den Inkas in Lateinamerika oder bei den Tolteken oder den Azteken. Niemals bei den alten Ägyptern, niemals bei den alten Griechen, niemals bei den alten Römern. Bleiben wir bei den Chinesen von heute. Müssen Menschenrechte nicht universell sein? Das ist die Meinung der Amerikaner, nicht meine Meinung. Warum nicht? Warum sollte sie sein? Welche Begründung haben sie dafür? Ich finde, dieser Drang nach Belehrung und nach Mission ist eine sehr westliche Eigenart. Ist es nicht eine Pflicht von Politikern, wenn sie China besuchen, auch über Menschenrechte zu sprechen? Die Menschenrechte, ich sage das zum zweiten Mal, sind ein Erzeugnis der westlichen Kultur und ein Erzeugnis der letzten 300-400 Jahre. Vor dem Jahre 1500 hat niemand von den Menschenrechten gesprochen. Kein katholischer Papst und kein Martin Luther. Und in der Bibel kommen sie auch nicht vor. Weder im Neuen Testament noch im Alten. Im Alten sowieso nicht. Ich werde als alter Mann notfalls mit den Fäusten auf die Gegner losgehen, wenn jemand in meinem eigenen Lande die Rechte beseitigen will, die Rechte der Person, die Menschenrechte. Aber ich bin dagegen, mich einzumischen in die Angelegenheiten Chinas oder in die Angelegenheiten Indiens oder in die Angelegenheiten des Iran. Ich bin dagegen, dass die westliche Kultur sich zum Fürsprecher macht, und das gilt zum Beispiel für Amnesty International, zum Fürsprecher macht für die ganze Menschheit. Und in Wirklichkeit reden sie im Auftrag von noch nicht einmal einem Bruchteil der Menschheit. Herr Schmidt, Sie halten die Arbeit von Amnesty International für überflüssig? Und nein, nicht für überflüssig. Menschen zu helfen, die in schwierigen politischen Situationen weggesperrt werden? Ich bin einer derjenigen, die jedes Jahr Amnesty International Geld zufließen lassen. Ich halte sie nicht für überflüssig, aber ich halte sie für übertreibend. Und ich halte sie für in der Gefahr der Arroganz. Arroganz der Anmaßung. Es fehlt jeder Respekt vor der langen, langen kulturellen Geschichte, zum Beispiel der Chinesen. Wir werden sie nicht vergessen. Keine Frau im Iran, keine Frau in der Ukraine, keine Frau in Afghanistan oder in Saudi-Arabien darf daran zweifeln, dass wir an ihrer Seite stehen, dass wir sie nicht alleine lassen werden. Und das sind Bündnisdeutsche, die Grünen. Menschenrechte sind Frauenrechte. Frauenrechte sind nicht teilbar, sie sind nicht verhandelbar, liebe Freundinnen und Freunde.